Auch hier Upgrades. Ich will jetzt einfach meine Waffe upgraden. Jetzt bräuchte ich weitere Lila, ne? Hier oben sehen wir die. Ich habe jetzt meine komplett aufgebraucht. Wir haben aber auch hier keine mehr im Angebot, ne? Nee. Höchstens noch eine Erweiterung. Und wir haben auch keine Köhlen mehr. Wir haben echt alles rausgeschmissen. Nicht schlecht. Haben wir hier ein Fenster? So treffe ich die doch nie. Es ist kein Fenster. So. Graffiti in the Arcadia Lobby. It has come to the attention of the authorities that black spray paint was used to mark the back of Arcadia Lobby. Also irgendeine schwarze Sprühfarbe wurde benutzt. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um diesen Schandfleck oder was auch immer auszulöschen. So, was hat er? This is the second time this year so far. Ah, irgendwas hat aufgehört, Sulfur zu sammeln. Sulfur, ist das Schwefel? War das Schwefel? Gott. Naja, besser so als sich in echt mit denen anzulegen. Ah. Oh. Da gesehen, Inventory Space gab es da für uns. Hier konnten wir den Alk nicht mitnehmen. So, Exit. Stairs. Irgendeine zu Tür, die anscheinend nur von der anderen Seite aufgeht. Ich denke, auf der Treppe ist irgendwas. Taumel doch nicht so. Steh gerade, verdammt. Ja, ey, du kannst mir mal bei den Typen hier helfen. Ich beeile mich auch nicht wirklich. Lecker Tintenfisch. I cross-referenced various databases today. There was no mention of Eden 33 ever existing. I told 12 it must exist, if we were Eden 52. Okay, Eden 12 scheint nicht zu existieren. Ich sag ja, es ist irgendwas Komisches geht hier vor. Und es ist an uns, es rauszufinden. Mit Leben Nummer 2. Also ich bezweifle ja auch, dass wir es, dass wir das Ganze schaffen hier, ohne nochmal zu sterben. Aber bisher leisten wir doch ganz gute Arbeit.
Was? Nirgendwo was drinne? Oh. Medium, das geht ja. Ja, ist ja gut. Hier, trinken Wein. Hä? Warum wollte er das da oben nicht reintun? Ah, ist egal. Energie. Und... haben wir auch hingekriegt. Ach ja, natürlich. Woher bitte? Vielleicht sollte ich den Sekundärmodus öfters benutzen, der ist auch ganz witzig. Ach Mann. Oh, hier gibt es nochmal ein zweites Level mit dem Gift-Shop. Oh, mit dem Geschenke-Shop. Ach. Oh. Ein Kabel. Juhu. Oh. Level 5 Arcadia Code. Hab ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich mit den ganzen Samen machen soll. Auch wieder ein Inventory Space. Dachte ich. Bin ich denn blind? Komm hier. Vielleicht konnten wir den auch einfach nicht aufnehmen. Daran lag's. Und wir brauchen wieder ganz dringend einen Recycler. Please present credentials. Ja, ja, scan mich ruhig. Kein Problem. Ich habe nichts Illegales. Alles gut. Bin voll der brave Bürger. Mit viel zu wenig Platz. Ich weiß, auf dem Rückweg werden wir wieder tausend von den Leuten begegnen und dann auch wieder irgendwelche Sachen finden, die wir dann nicht mitnehmen können. Haben sich hier noch welche in der Quarantäne versteckt? Nee, Monitas haben sich hier versteckt. Und eine Birne. Die können wir aber nicht mehr mitnehmen. Und noch eine Water Bottle. Okay. Anscheinend nicht. Da wäre noch was versteckt gewesen, ist aber nichts drinne.
Ja, dann denke ich, das war es erstmal für. Ach, hatten wir die schon gecheckt? Nein, die hatten wir auch noch. Doch, da war Squid drin. Ah, die. Das können wir mitnehmen. Da höre ich schon wieder Freunde. Nee. Ich weiß eigentlich ziemlich genau, wo ich hin will. Ach, die verkaufen zum Beispiel Fertilizer. Hätte ich doch nur Platz. Ich bin aber auch, ich habe alles, ich bin komplett ernährt, ich bin gut hydriert. Also. Gleich drei. Okay. Interessant, ich brauche nur noch zwei Schüsse. Also die Upgrades, die haben es schon. Ach du Kacke. Das eine Stockwerk, das können wir auch so runtergehen. Schreie, ne? Insufficient Inventory Space. Ja, wer hätte es gedacht? Ach, das bist nur du. Ach, die sind auch alle gekillt worden hier. Wie sind die durch meine Türme oder durch wen sind die hier gekillt worden? Okay. Die gehen auch ab, die Schmitzkatze. Hallo Freunde, lasst mich mal schnell durch. So, was sagt die Energie? Ein Korb. Request. Nein, Request Maximum. Ach, ich wollte zum Recycler. So, Helm weg. Nutra Drink, ja, sowas, das ist viel zu viel Platz. Die dämliche Lampe braucht auch keiner. Kabel braucht auch keiner. Dann, das tue ich weg, weil ich habe jetzt eine Wasserflasche. Ich habe zwei Wassercontainer. Ich habe auch noch super viele andere kleinen Scheiß, also, ja. Der kommt auch weg. So. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, es ist ja definitiv ein bisschen ruhiger. So, Upgrades, Upgrades, Upgrades hier. Kaufen, kaufen, kaufen. Upgrades. Increase the force. Damage. Das ist Alternative Attack Damage. Und ich habe nur zwei. Also ich kann höchstens die beiden weitergehen. Ja, und da kann ich schon. Das ist irgendeine Alternative. Dafür brauche ich wieder einen billigen? Das ist aber komisch. Naja. Na gut.
Aber ich schätze, die sind da oben schon wieder despawned. Ja, da ist schon wieder der nächste. Ey, was für eine Respawn-Rate. Also das finde ich schon... Auch dieses Rückwärtsgehen, vorwärts... Das ist, weil die anscheinend auf ein anderes Ziel geeicht sind oder so. Ach du Kacke. Da haben wir nochmal ein gelbes Upgrade bekommen. Ganz viel Mist zum Verkaufen. Oh ja, es ist so beautiful. Du hattest nämlich auch noch was dabei. So. Bist auch schon wieder gespawnt. Ich habe gerade übrigens gesehen, ich bin schon wieder über der Aufnahmezeit. Das heißt, ich habe wahrscheinlich auch die Folge zwischendurch irgendwo geschnitten. Das tut mir auch furchtbar leid. Sogar ein Hydroponics haben wir gefunden. Aber wir haben einfach keinen Platz. Komm hier, sauf. Keine Ahnung, wie groß du bist. Das reicht. Gut. Dann wieder zurück. Wir haben schon so viel Platz und... Das reicht trotzdem hinten und vorne nicht. Naja, von der Energie müssen wir uns keine Gedanken machen. Die prügeln sich da hinten fröhlich. Das finde ich gut. So... Wir haben ja eh keinen Platz, ne? Ne, und hier gab es die Fertilizer auch nicht. Also die gab es woanders. Da müssen wir nochmal irgendwo anders hinrennen. Wow, was war das? Clipping-Fehler? Please present credentials. Nein, fast richtig. Oh, hallo. Aber leider nicht lootbar. So, ich hätte gern Knopf mit allen Müll verkaufen. Aber ich mache das jetzt mal so. Please present credentials. Please present credentials. Pastor K. Please present credentials. Scan nominal. Ja, ich bin ganz nominal, ich weiß. Diese ganzen Samen, also es nervt mich auch. Mehr als zwei von jedem brauche ich eh nicht. Schmeiß ich den mal weg. Hier den grünen können wir auch noch behalten. Eine zweite Water Bottle. Vielleicht behalte ich lieber for 2 uses und die sind für 4 uses. Vielleicht behalte ich lieber die. Dann könnte ich es aber ein bisschen geschickter... Ja, dann packe ich sie hier hin. Please present credentials. Du hast mich doch schon dreimal gescannt. Ich habe noch zwei Taschenlampen, die wollte ich auch nochmal gucken, was wir hier haben. Focusing the Beam. Eine Weite. Und das ist auch wieder Focusing. Ich glaube, ich nehme den weiteren lieber rein und verkaufe die. Den brauchen wir dann auch nicht. Ja, er sammelt Wasser, das ist schon mal gut.
Die Hydroponics wollte ich aufstellen. R, T, Mittel. So. Das gefällt mir. Und hier können wir auch schon mal irgendwelche Seeds reintun. Ja, die sind dann auch aus unserem Inventar raus. So. Das Crafting-Material kann ich hier rein tun. Ich brauche vielleicht auch nur zwei von denen. Ups, sorry. Ich brauche wahrscheinlich nur zwei von denen, wenn überhaupt. Das lädt sich ja auf. Das ganze Essen nehme ich erstmal mit. Wer weiß, wann man es gebrauchen kann. So, was hast du Nettes für mich übrig gelassen? Gar nichts. Ja, toll. Und du? Auch nicht. Alle Dropfaul. Finde ich ja nicht nett. Andererseits, ich glaube, das ist ganz gut gelaufen da mit der Base. So, wir machen jetzt nochmal einen ganz schnellen Run, bevor ich nicht den nächsten Stopp verpasse. Warum lauft ihr denn sogar vor mir weg? Hallo? Mach das doch nicht. Weißt du, lebst immer noch? Aua. Das hat sogar fast nicht wehgetan. Oh, wir haben wieder ein Upgrade-Ding gekriegt. Sehr schön. Den können wir auch hier reintun. Jetzt haben wir hier einen gelben. Und hier einen gelben. Das heißt, um das Ding abzugraden, brauche ich einen weißen, zwei lila. It's so beautiful. Okay, was ist hier passiert? Ist er endlich gestorben? Unglaublich. Hat ja auch schon lang genug gedauert. Egal, gehen wir wieder hoch. Da wollte ich ja eigentlich nochmal schnell bei dem Vendor vorbeischauen, was der noch hat. Haben wir jetzt schon wieder Respawn? Noch nicht. Wahnsinn. Wir sind mal schnell genug. Das ist eh... Fertilizer, den wollte ich kaufen. Komm, wir haben genug. Und Inventarplatz kann man einfach nicht genug haben. Wo ist er denn? Er hat so rumgeschrien. Ah, ich sollte echt irgendwas in Ausdauer stecken. Das ist ja furchtbar. Naja, gut, aber wir sind noch gut genährt. Alles noch wunderbar. So, das ist nämlich das, was ich noch schnell machen wollte. Ich wollte gucken, was ist hier oben. Ja, ey, ich finde das schon... Ich finde das schon so groß hier. Da den Überblick zu behalten. Ich, und deswegen gehe ich auch so langsam vorwärts, weil es macht einfach keinen Sinn, hier durchzurushen, weil du checkst dann hinterher nicht. Wo war ich schon mal? Wo war ich noch nicht? In order to assist in daily life and monitor activity.
Also Pamela sollte ihnen helfen, aber sie auch überwachen. Cyanotubes. Okay, wir haben hier welche gefunden. Ein. Na klar, gehst du dann beiseite. Hey! Habe ich gerade nur 3 Schuss für so ein Ferdi gebraucht? Ordentlich. Hallo? Jedes bisschen zählt, auch wenn es nur einer sind. Okay, hier ist ein Durchbruch. Oh Leute, ich kann doch nicht mit 1000 Wegen kann ich nichts anfangen. Ich weiß doch nicht, wo ich hin soll. Level 5 Archive. Warte mal. Wir sind doch im Level 5. War das nicht da unten? Und wie lange ich schon keine Heilung mehr gefunden habe, das finde ich auch faszinierend. Na, was bist du? Medium. Ein Solar Charger. Der passt da nicht hin. Und der irgendwie. Ich nehme mal mit, aber ich kann nur verkaufen, weil ich müsste ihn ja draußen aufstellen. Ja, komm hier. Also das Gepäck reicht wirklich für einen Run und dann ist eigentlich vorbei. Okay. Und dann für so ein paar Looks. Natürlich. Passt du nie mehr. Mal so viel mehr, wenn man irgendwas verkauft. Ja gut, hier werden wir einmal rum. Da hinten ist natürlich noch ein Loch, wo man noch weitergehen kann. War ja klar. In der Mitte haben wir jetzt auch noch nicht geguckt, aber ich bin jetzt wieder voll. Wir haben den Arcadia-Key für Level 5. Das heißt, das muss hier irgendwo gewesen sein. Ich meine, wir hätten irgendwo eine Tür gefunden, die verschlossen war. Insofern. Hier liegt auch noch irgendwas drin, was ich nie mitgenommen habe. Ach, da war nur dieser Tintenfisch drin.
Ah, das war. Ach nee, das ist die Armory. Okay. Ach ja. Die Doppelten sind im Angebot. Nicht genug Platz. Also ich frage mich, warum die im Angebot sind. Die sind wesentlich besser. Wir haben hier unseren ersten Platz frei. Juhu. Gut, dann ist das noch was anderes. Anscheinend gibt es hier auf dem Level noch irgendwas anderes. Nicht die Armory, sondern noch eine andere verschlossene Tür, die wir noch gar nicht gefunden haben. Was mich jetzt natürlich irritiert ist, wir waren hier doch auf dem Deck schon fast überall. Ja, dafür habe ich jetzt bestimmt keinen Platz mehr, so rein gar nicht. Scheiße. Machen wir das denn? Das Problem ist, ne, bevor die weg sind. Ach, das kann ich nicht benutzen. Komm hier. Trinken kann ich auch noch. Machen wir uns mal ganz voll. Hä, wieso kann ich die Zitrone darüber legen? Das ist sehr schräg. Ich kann sie benutzen. Naja, immerhin so. Bisschen buggy. So, ich kann mir eh keinen zweiten leisten. Ich weiß auch gar nicht, wo der hingehörte. Ich glaube, der war. Wo war der? Der war jetzt gerade, wo wir herkommen, ne? Da gehörte der eigentlich hin. Was sagt der Strom eigentlich? Ist egal, wir gehen ja eh zurück. 67. Möchte jemand? Ja, da kämpft schon jemand. Wie viel die auch aushalten, ne? So, Schluss jetzt, Ruhe jetzt hier. Oh nein, da ist gleich der nächste. Aber der Sp scheint da mit denen rumzuspielen. So, das kommt weg. Das kommt weg. Und das war gar nicht so viel. So, was gaben die? Die gaben eigentlich nur. Die boosten nur Stamina. Das heißt, die beiden tue ich auch weg. Beziehungsweise, warte mal, wir haben eine Kiste. Die kann ich in die Kiste tun. Wer weiß, wann wir sie brauchen. Die geben eh nicht so viel Öcken, also. Nehmen wir sie mit. Wie kann ich dich denn reparieren?
ist jetzt repariert. Oh, was ist das alles? Das sind Beine. Nimm die mal rein. Die sehen bulkiger aus als die anderen. Vielleicht geben die ja auch mehr Rüstung. Obwohl, ich glaube, wenn dieselbe Beschreibung dran steht, dass da kein Unterschied besteht. Dann können wir die nämlich weghauen. So, tschüss. Du hast nichts gedroppt und ja, wie repariere ich Dinge? Naja, egal. So, Dünger. Wir haben doch Dünger. Da ist er. Okay, das scheint ja wunderbar zu funktionieren. So. Ach, Request Max. Wozu auch sonst. Unser Container, Open Inventory. So, da tun wir das Zeug rein. Ups. Dann tun wir hier Heilung rein. Ich bleib erstmal bei... Wird die. Die können die irgendwie drehen, schade. Nein, ich kann die irgendwie nicht drehen. Egal. Hier unsere ganzen Samen können wir da auch reintun. Und dann diesen Enhancer hier. Essen tun wir noch mit runter. Und zwei Energie reichen mir auch. So, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Platz geschaffen. Und ja, ich bin ganz, ganz zufrieden mit meiner Base. Schade, dass wir noch keinen Maintenance Key, aber ich habe auch nicht wirklich nachgeguckt, wenn ich ehrlich bin, gefunden haben. Und ja, dann fehlt mir ja auch immer noch diese Tür. Und ich weiß auch noch nicht, wo, ob man die überhaupt hier aufmachen kann. Das ist auch noch so eine Sache, wo ich ein bisschen Schiss habe. Dass wenn ich darüber springen würde, dass ich die Tür nicht aufkriege und dann nicht mehr zurückkomme und dann vielleicht da eingeklemmt bin und das wäre richtig scheiße. Und das wollen wir nicht. So, aber wir haben jetzt hier wirklich, ich nehme ja eigentlich nur im halbe Stundentakt auf, aber das Spiel, das nimmt einen doch recht ein. Also teilweise, vergisst man die Zeit und das ist immer der beste Indikator. Und insofern, ich glaube, die sind hier an was richtig, richtig Gutem dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich finde, dieses Spiel geht definitiv eher in Richtung System Shock als Prey. Ja, was ja als so eine Art System Shock Nachfolger gehandhabt wurde. Aber ich finde fast, Prey ist so ein bisschen was Eigenes, Ständiges, Eigenes geworden, was jetzt auch nicht schlecht ist, absolut nicht. Ich mag, also Prey habe ich geliebt. Ist ein cooles Spiel. Aber ich finde, das System Shock Feeling von damals, das ist hier viel, viel stärker. Und ja, ist top. Finde ich super. Gut, aber dazu erstmal für mich Finish für heute, genug gezockt und ja, morgen bin ich wieder da, dann aber wahrscheinlich an einem anderen Tag aufgenommen, insofern wünsche ich hier erstmal Adios, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.